Ja, Leute, willkommen zum neuen Video von Angerissen. Ja, ich bin der Tore und ja, wir spielen heute Lego der Hobbit. Habe ich mir gegönnt bei Mediamarkt, schon 30 Euro. Hier habe ich mir mal gekauft. Und ja, ich mache mal ein kleines Angerissen. Also wir zocken das kurz mal eine halbe Stunde, 20 bis 30 Minuten an. Und ja, um das mal euch ein bisschen zu zeigen. Boah, eigentlich finde ich immer, diese Lego-Spiele waren früher mal ganz cool. Früher habe ich immer gerne Lego hier Star Wars gespielt, war immer ganz cool. Aber sonst habe ich lange kein Lego-Spiel mehr gehabt. Es gibt ja Harry Potter, ich weiß es gar nicht, was sonst. Indiana Jones, keine Ahnung, es gibt halt genug davon. Aber die fand ich alle gar nicht so interessant. Also ich glaube, Lego der Hobbit hier ist, glaube ich, ganz witzig. Wir starten mal ein neues Spiel. Ich habe ja schon mal einen Spielstand gemacht, war nur ein Test. Dann machen wir mal hier den Spielstand 2. Ich war im Bestätigen, ja, komm. Und ja, dann schauen wir mal, was das Spiel so kann. Ja, hier, komm. Mein lieber Frodo, du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Es begann vor langer Zeit in einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Thal, friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor. Bergfestung von Thror, dem König unter dem Berge, dem mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie doch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Ach, Frodo, Erebor. Mein Lehnsherr, unser König möchte, dass du und dein Sohn die heutigen Bergbauarbeiten beaufsichtigen. Oh, wir dürfen ja anfangen zu spielen, so. Ja, Erebor, hinein in den Berg gebaut, war die Schönheit dieser Festungsstadt legendär. Bekannt aus Teil 1, und Teil 2 von der Hobbit. Der Teil 2 habe ich ja erst letztens geguckt, ich weiß gar nicht, um Weihnachten kam die rum, na gut. Letztens habe ich natürlich am Release dann im Kino geguckt, ich glaube letztes Jahr Dezember. Und ja, also die ganz schnell wieder so ein Lego-Spiel, man kann hier wieder die ganzen Lego-Teile einsammeln und sammelt so seine Münzen zurecht so. Und damit kommt man, ich weiß gar nicht, was man machen kann, bei Star Wars kann man sich da irgendwelche Charakter und so freischalten. Habe ich auch, wie wechsle ich, ach ja, so wechsle ich Charakter. Dann laufen wir mal zu zweit durch die Gegend, gucken mal hier. Was ist drin? Nee. Ja, hier folge mir geil, zerstörbare Umgebung und so. So, was haben wir denn hier? Kriegen wir hier Münzen hier raus? Ja, natürlich. Ich weiß noch nicht, was ich machen kann. Ich werde mal ein bisschen ein paar einsammeln. So, was muss ich jetzt machen hier? Das kaputt machen hier? Also ganz, sieht ganz typisch aus, ist keine Neuerung, sieht ganz normal aus wie jedes andere Lego-Spiel, das ich vorgespielt habe. Die auch schon jetzt 2-3 Jahre her sind, also neu sind die jetzt nicht unbedingt. So. Was muss ich denn jetzt hier machen? Taste 3. Ja, achso, gedrückt halten. Und jetzt? Alter, kann man so Special Move hier machen, ey, leck mir am Arsch. LOL. Ja. So, auf jeden Fall müssen wir irgendwie durchs Tor kommen. So kommen wir mal nicht durch. Was ist denn für ein Auftrag hier? Was kann ich denn hier? Ach, muss ich noch kaputt machen hier? Ah, hier kann man ganz kaputt machen. Oh, das ist ein Fragezeichen. Taste 1. Was mache ich denn jetzt hier? Halt Taste 3 gedrückt, um Gegenstände zu bauen. Okay? Ja, Taste 3 gedrückt. Achso, jetzt bauen wir hier zusammen. Kennen wir auch natürlich. Kommen mal Münzen raus, sehr schön. So, mal schlagen, was muss ich jetzt machen? Halt Taste 4 gedrückt und den Spielrad, ja. Achso, gedrückt halten. Ja, jetzt. Achso, sollen wir den hier nehmen? Oder was? Kurz. Ne, das ist nicht der richtige, ich muss glaube ich nur einen anderen nehmen. Ich muss den ja, glaube ich, nehmen. So, jetzt habe ich den. Verwendet deinen Kriegshammer wie zum Beispiel
wie zum Beispiel den, den der, der Typ halt trägt, um zwei Blöcke auf Bahn zu verschieben. Taste 1, okay. Boah, mega fett, ey, was für eine Animation. Ah, so kommen wir da durch. Komm, ich will mal hier wieder den Zwergenkönig hinnehmen. Gehen wir mal weiter. Münzen, Münzen. Ah, kannst du mal diese komische Lego-Rädchen da oben immer. Wenn man das voll hat, da war auch irgendwas. Ich weiß auch nicht mehr genau was. Das ist einfach so lange her. Wenn man hat irgendwie alle Münzen aus dem Level gesammelt oder so. Ich, da müsste mich irgendwie mehr korrigieren oder so. Ich hab keine Ahnung. Also ich meine das Ding in der Mitte oben. Ach, kann auch so coole Moves hier machen. Springen und so. Boah, man kann ja auch echt alles kaputt machen. Ich werde das mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wozu die das so. Vielleicht muss man die ja haben, ich weiß es nicht. Ich habe auch keinen so einen blauen gesehen. Früher gab es immer so blaue Steinchen. Die waren immer richtig wertvoll. Aber hier hat man auch die aus dem Schrecken selten gefunden. Ich hoffe, also ich habe jedenfalls so mitgekriegt, dass es irgendwie Teil 1 und 2 beinhaltet, das Spiel. Ich weiß es gar nicht. Alter, ich soll jetzt hier alles kaputt machen und sich verarschen. Also ich will ja nur so anzocken, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal weiter jetzt. Das wäre dann zu langweilig, glaube ich, wenn wir jetzt jedes Ding hier kaputt machen. So. Ey! Warum macht der es denn zu? Ich will da doch durch. Ich muss bestimmt irgendwas mit da oben machen, aber ich weiß auch nicht, was genau. Wir machen hier kurz mal alles kaputt. Lass mal, das wieder ein Fragezeichen. So, drücke Taste 3, um den Stein. Also, ich spiele mit Controller, also, ich tut mir leid, ich spiele jetzt keine Tastatur. Drücke Taste 3, um den Stein aufzuheben und halte 1 gedrückt, um damit zielen zu werfen. Also, Taste 3. Habe ich gedrückt. Jetzt soll ich Taste 1 drücken. Ja, mach doch. Taste 3 ist gedrückt. Hä? Was macht der denn da? Taste 3. Ja, aber ich möchte noch den Stein aufsammeln. Wieso nimmt der den Stein noch nicht auf? Ich drücke doch Taste 3. Aber er will mal schlagen. Warum schlägt er denn? Also nochmal kurz lesen. Drück Taste 3, um den Stein aufzuheben. Und halt. Ja, aber wieso hebt er denn nicht auf? Der bei mir schlägt er mit Taste 3. Ja, macht er. Der lädt er auf. Macht es einen Megaschlag. Ich verstehe es gerade nicht. Muss ich da vielleicht drauf? Boah, geht ja wieder gut los hier, so was. Taste 3. Ach so, einmal drücken, okay. Taste 1 und zielen. Geil. Und jetzt? Was passiert jetzt? Alter, was hat der für Geld? Erstmal Hähnchen essen. Ja, so geschwind, glaube ich, würde ich auch ankommen, ein paar Hähnchenkeule abzukriegen. Auf jeden Fall dürfen wir das noch kaputt machen und dann dürfen wir, glaube ich, weiter. Ah, das ist aber ein komischer Einstieg. Ich weiß gar nicht, ob das alles im ersten Teil überhaupt enthalten ist hier. In kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels und in riesigen Goldadern, die Flüsse durch den Stein verließen. So, was hat das jetzt gebracht? Ja, der Typ ist voll, irgendwie voll unwendig, ey. Kann ich nicht, glaube ich, keine Ahnung. So, jetzt muss ich Taste 4 drücken. Was ist das für ein geiler Mechanismus hier, ey? Achso, ich muss da oben drauf stehen bleiben, vielleicht? Alter, kann sich da ranhängen, das ist neu, glaube ich. So. Und der muss noch darauf oder so? Ja, keine Ahnung von. Ich habe das noch nicht einmal. So weit war ich noch nicht, also ich habe ja kurz vorhin nur einmal kurz ein paar Minütchen gespielt. Ja. So, jetzt bin ich hier. Ist das richtig? Keine Ahnung. Gut, wir gucken erstmal weiter. Oder muss ich hier aufstellen? Das kann natürlich auch sein. Das kann man kaputt machen. Das kann man bestimmt mit einem Megaschlag, oder? Warte mal. So vielleicht? Das geht gar nicht kaputt. Hätte ich jetzt aber gedacht. Das geht auch kaputt. So. Ah, jetzt kann man hier. Ah! Jetzt habe ich hier was aufgebaut. Jetzt komme ich da bestimmt drauf, oder? Doch nicht?
Alter, mein Erklärung ist aber echt. Na, muss ich erstmal reinfinden hier. Ich habe lange nicht mehr gespielt, müsst ihr mir verzeihen, Leute. Also. So. Alter, die Sache, einige Sachen sehen ja ganz verblüffend echt aus hier, ey. Ja, Arsch, ey. So. Und jetzt? Ach, jetzt ist der wieder unten. Willst du mich verarschen? Alter, wieso geht denn immer einer runter? Was ist denn das? Der soll da oben drauf stehen bleiben. Ach, sich da nur ranhängen. Ach so, nicht draufstellen. Ja, der sagt das doch. Meine Güte. Jetzt geht der Tor natürlich auf. So. Das nicht Teamwork. Oh, da sind die Blauen. Da sind die Blauen. Ui. Ja, guck. Guck, da ist ein Tausender. Alter, ist er für Gelamacke, ey. Unser Waffenschmied ist das bestimmt. So, was darf ich denn jetzt hier machen? Darf ich das alles kaputt machen hier? Ja, auf jeden Fall ist die Tür wieder zu. Sehr logisch. Erstmal alles kaputt machen. Also ich muss schon sagen, das sieht echt cool aus, das Spiel. Das muss man dem Spiel einfach lassen. Alter, wie er alles kaputt machen kann. Meine Güte. Den auch? Ja. Oh, hier ist ein Tipp. So. Drücke Taste 3, um durch kleine Lücken zu kriechen. Achso, ich halte es mal gedrückt. Nur einmal kurz drücken. So. Jetzt krabbelt er da durch. Und jetzt? Oh, bin ich da oben natürlich draußen. So. Drücke Taste 3, um Kurbeln zu verwenden. Habe ich. Ich drücke Taste 3. Achso, hier soll ich. Hier ist eine Kurbel. Okay. Achso, muss ich gedrückt halten? Achso, ganz halt 3 drücken. Ah, ist alles klar. Jetzt ist der gerade. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Auch das ist ein Scherz. Ist da unten irgendwas gelöst? Okay. Muss ich jetzt wieder runter? Schau mal nach. Komm, du kleiner Arschkrabbler, jetzt komm mal raus hier. Leute, was ist das denn? Nein, nicht zurückkrabbeln. Och nö, ey, was machst du denn da? Mir steht da so ein Ding jetzt davor. Kann ich nicht auch hier runterhüpfen? Klar, geht auch. Nicht, weil wir Daisy hier nach 2 Meter runterfliegen und brichst dir die Beine hier. Das kann man auch kaputt machen, ne? Erstmal alles kaputt machen. Dann sehen wir weiter. Alter, hier, was ist das denn für Steine? Vier, ich habe jetzt 5 so eine grüne Dinger. Kenn ich auch noch nicht, keine Ahnung. Was ist denn nun kaputt? Achso. Ja, wieso rennt er denn jetzt so? Lol, okay. Ja, alles klar, komm. Das kann man auch noch kaputt machen. Auch mal mit die Münzen hier. Muss mega crazy sein, einfach durch seine eigene Halle zu laufen, die erstmal alles zu schrotten, ey. Aber was kann das Ding denn jetzt hier? Ja, und jetzt? Ich hab doch hier unten irgendwas aktiviert. Ah, hier sind auch noch ein paar Steinchen. Achso, war es nur wegen den Steinchen? Ich weiß es gerade nicht. Also, wie du alles zermüllen kannst hier, das ist echt der Wahnsinn. Hier sind auch noch ein paar Bretter. Da sind Bretter. Mal lesen. Du musst einen besonderen Schlüssel verwenden, um diese Tür zu öffnen. Drücke 3 und wenn du... Okay. Haben wir wohl den Schlüssel noch nicht. Was ist das jetzt hier? Wie steht das Ding davor jetzt? So, damit. Ja, wir haben irgendwie so ein paar extra Steinchen jetzt, aber ich weiß jetzt nicht genau, was sie bringen. Und wir haben den Schlüssel noch nicht. Hier ist auch noch Platz. Respawn die Dinger, hier liegt ja schon wieder alles voll mit dem ganzen Scheiß hier. Erstmal alles kaputt machen hier. Hier sind ein paar Steinchen, Alter. Stell mich bestimmt gerade voll noobig an. Aber ich weiß echt gar nicht, was man hier machen soll. Oh, ich muss mir hier so einen Schlüssel schmieden. Das kann natürlich auch sein.
Alter, kann ich hier einfach gleich was kaputt machen? Ich soll bestimmt was mit der Schmiede machen. Drücke 3. So, verwende gesammelte Lego-Rohstoffe. Ah, um etwas Neues herzustellen. Drücke Steuerkreuz links, Steuerkreuz rechts, um die benötigten Lego-Rohstoffe auszuwählen. Und drücke 2, um sie zu verwenden. Okay. Achso, das links, das brauche ich. Okay. Davon haben wir noch gar nichts. Die 4 haben wir. Boah, was gibt's denn alles für Rohstoffe? Ah, die roten, die haben wir. Ah, ne, okay, wir müssen noch ein bisschen weiter suchen, haben noch nicht alles. Schauen wir mal, ob wir hier noch mehr finden. Da hinten ist noch irgendwas. Ach ne, der schläft, wa? Aber hier kann man was kaputt machen. Hier müssen ja noch ein paar Teile versteckt sein. Ah, ich habe letztens auch, glaube ich, wo die weißen Steinchen sind. Die waren hier hinten, glaube ich, ne? Oder? Mal gucken. Ja, da hinten sind sie. Ja, das sind sie, glaube ich. Aber sind, da 4 Stück. Oh, warum nicht? Da fehlte noch ein roter. Einen roten Stein brauchen wir noch. Man wird hier richtig gezwungen, hier die ganze Scheiße hier zu zermetzeln, ey. Da sind noch Bretter, aber ich glaube, von denen hatten wir sogar genug, glaube ich. Geht das nicht kaputt hier? Ach, mit dem Hammertypen. Ach so, ja, komm, bleib stehen hier. So. Der haut wieder jetzt wieder mit seinem geilen, dicken Kriegshammer hier einmal rauf und dann weg die Scheiße einfach nur. Oh. Ach, das sind wieder diese Kids. Die kennen wir von Star Wars auch noch. So eine komischen Kids, da kommt man nach... Die kommt man irgendwie zu Stück in jedem Level sammeln. Und hier sind noch ganz viele Bretter. Und hier sind wieder rote Steinchen. Und ich hoffe, jetzt haben wir genug, um weiterzukommen. Ach, ich muss hier vorne ein bisschen stehen, so. Alles klar, ja, komm. Weiße Steinchen. 4 da, rote Steinchen, haben wir auch genug. Und Gold haben wir auch genug. So. Jetzt macht er hier Trick 17. Okay. Drücke Taste 1, oh Gott. Ich mach einfach irgendwie. Ach so, oh, da kommen Tasten. Alter, ich habe lange mit dem Controller nicht mehr gespielt. Ach so, wenn der da drin ist. Ach so, wenn das auffällt. Okay, sag mir das doch. Ja, ich habe lange mit dem Controller nicht mehr gespielt, deswegen muss ich mal gucken, wo die Tasten überhaupt alle sind. Ah, jetzt ist er voll. Ja, die Zwergen waren ja Meister der Schmiedekunst. Die hatten ja so eine richtig fette Schmiede hier. In ihrem Berg. Sie erschufen Gegenstände von größter Schönheit. Aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Ja, wenn ihr den zweiten Film gehabt, gesehen habt von The Hobbit, Smaugs Einöde. Ja, da sind sie ja zum Ochsenberg gekommen. Ich will ja auch nicht spoilern, jetzt hier auch nichts großartig erzählen, aber da war ja auch eine Riesenmenge an Gold, was sie hatten. Also das kann sich, glaube ich, kein Mensch vorstellen, Alter. Einfach geil. Alter, oh Gott, wo sind wir hier denn jetzt gelandet? Erstmal wieder alles kaputt machen hier. Oh, hier sind Rohstoffe. Also ich glaube, die Rohstoffe sind relativ wichtig im Verlauf des Spiels. Irgendwann mal. Ich glaube, du bist schon fast gezwungen, die mal mitzunehmen. Alter, was? What? Das kriegst du nicht kaputt hier? Also, was ist das denn hier? Oh, was Neues, 4 Stück. Ja, ich glaube, Leute, ich muss glaube ich mal alles kaputt machen hier. Glaub, sonst verpasse ich nachher die Rohstoffe. Ja, komm, erstmal lesen. So. Die Bewohner Mittelerde helfen dir gern, wenn du die Gegenstände findest, die sie brauchen. Okay. Wenn du in einem solchen Gegenstand gefunden hast, stell dich auf den leuchtenden blauen Ring und drück dann Taste 3, um ihn abzuliefern. Okay, das sagt mir jetzt nicht allzu viel aus. Ich will erstmal wieder weiter hier nach Rohstoffen suchen. Ja, das heißt, es ist jetzt gerade noch ein bisschen Tutorial-mäßig. Oh, was heißt Tutorial-mäßig? Ja, ein bisschen. Man musste noch ein paar Dinge lernen jetzt am Anfang. Finde ich auch gut. So. Alles klar, wir nehmen alle die ganzen Sachen mit. Hier sind auch noch ein paar Rohstoffe. So, was ist das hier? Kriege ich das auch noch da raus?
Ah, da oben. Oh, Leute, da oben ist Lidana. Der bringt schon mega viel, aber ich weiß gerade nicht, wie man da oben hinkommt. Muss bestimmt irgendwie irgendeine Luke wieder krabbeln. So. Jetzt passiert irgendwas. Der möchte was haben. Nein, nicht Taste 3. Ich drücke auf Taste 3. Wieso was? Ja. Leuchtend blauen Ring. Also habe ich noch nicht genug, oder wie ist das? Weil er sagt mir, ich soll mir auch leuchtend blauen Ring stellen. Der möchte irgendwie was haben. Dann nochmal kurz, ganz kurz gucken. Ja, ja. Wenn du ihn schon gefunden hast, stell dich auf den leuchtend blauen Ring und drück dann, ihn abzuliefern. Ja, aber hier bei ihm ist kein leuchtend blauer Ring. Sache, ich stelle mich bestimmt gerade richtig dusselig an, aber ihr müsst mir was zeigen. Ich spiele es jetzt auch gerade zum ersten Mal. Hier ist noch vielleicht was versteckt. Wir werden irgendwas so einen silbernen Streifen da haben. Das ist jetzt vielleicht gerade. Aber wieso ist denn. Hier ist kein leuchtend blauer Ring. Also unter mir ist einer, ja. Taste 3. Ah, hier liegt er! Hier liegt er doch. So, bitteschön, Kollege. Ah, er freut sich. Lala! Oh, das ist eine Pfeife. Boah, ey, voll den geilen Dance hier abliefern, ey. Wie geil der im Rot da vorne, der ist ja mega fett. Ja, jetzt hat er. Habe ich ihm was gegeben, es hilft mir. So. Verwende eine Spitzhacke, um. Wie zum Beispiel die der und der trägt, um Rohstoff abzubauen. Drücke Taste 1 im richtigen Moment, um mehrere Rohstoffe zu erhalten. Kann ich den nehmen? Jetzt kann ich da. Ach na, oh, komm hier. Ja, komm. Taste 1 war die. Achso, das ist auch ganz cool, Mann. Ja, komm hier, ein paar Rohstoffe einsammeln. Bäm, Alter, weg die Sau einfach nur, ey. Hier, man kriegt Münzen daraus und so einen komischen Rohstoff. So, alles mal ein hier. Na! Erstmal failen. Taste 1, so. Taste 1. Gut, ist kaputt. Rohstoffe für mich. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Man kann sogar schieben hier. Cool. So, nehmen wir wieder den Typen. Das nehmen wir mit. Den kann ich jetzt auch kaputt machen. So. Ich kann ein bisschen was zusammenbauen, ja? So. Neues Fragezeichen. Du brauchst bestimmte Rohstoffe, um auf dieser Platte bauen zu können. Du kannst Lego-Rohstoffe finden, indem du Bergbau betreibst oder Lego-Gegenstände zerstörst. Okay. Was braucht man denn hierfür? Die Fische sehen ja mega geil aus. Das braucht man. Das braucht man. Nee, das brauchen wir noch. Bretter brauchen wir. Diese komische Kacke hier. Und der, die brauchen wir auch. Gut, haben wir alles. Alles rein. Baue Lego-Bausets, indem du die fehlenden Teile findest. Je schneller du bist, desto größer dein Bonus. Zwei. Gott. Oh, man wird ja richtig überfordert hier, finde ich. Was muss ich denn jetzt machen? Schnellbord ist. Leute, was mache ich denn da? Nein! Wieso geht da mein Geld denn weg? Will der mich verarschen? Ah, ne, ist gar nicht weg. Ah, ich verstehe nicht, was ich machen soll. Mal kurz lesen. Du brauchst bestimmte Rohstoffe. Ah, ja, ja. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Bau Lego-Bausets, indem du die fehlenden Teile findest. Je schneller du bist, desto größer dein Bonus. So ein Teil da. Ja, keine Ahnung, was ist das denn? Das da. Nein, nicht Bogen. Oh, behindert. Ich komm da. Alter. Mit dem Controller kommen wir mal schwer hin da. Ja. Jetzt hab ich verstanden. Alter, da kommt man auch erstmal drauf, ey. Ohne Scheiß. Ach, das wird jetzt irgendwie so eine Lore. Mit, da kann man irgendwie jetzt da den Berg runterfahren oder so. Oh Gott, Alter, Leute, ist echt schwer mit dem Controller. Den richtigen Kram dazu finden, so. Den Nippel hier. Und jetzt baut er wieder zusammen. Das sieht schon ganz cool aus. Darauf. So, Metalle. Gott, das ist das, oder? Ne, das ist das. Oh, hier bin ich doch, wie ich früher mit den ganzen Teilen auch selber gespielt habe, ey. 1A so aus, ey. Alter, was ist das denn?
So was Rundes. Ach, das ist da unten. Eine komische Kacke da. So, ich baue da weiter. So, das war's. Oh, man kriegt jetzt, achso, man kriegt jetzt so Bonus, je schneller ich war, desto mehr Bonus kriege ich. Taste 1. Achso, man kann jetzt hier noch abbauen, cool. Ha, geil, ey. So, ich möchte gerne weiter runter, ich möchte weiter abbauen. Ah, man kann da... So, dann kriegen wir diese blauen Steine jetzt raus. Weiter runter, Taste 1. Oh, das war aber ganz schön eng. Einmal noch. Jo, einmal dürfen wir noch. Aufhörlich schürften sie tiefer in der Finsternis. Und dort fanden sie ihn. Das Herz des Berges, der Arkenstein. Null. Thors Liebe zum Gold war zu übermächtig geworden. Geil. Eine Krankheit begann in ihm zu wachsen. Eine Krankheit des Geistes. Und wo Krankheit gedeiht, wird Schlimmes folgen. Das erste, was sie hörten, war ein Lärm, wie von einem wilden Sturm. Balin, Schlageralarm. Thorin, was ist das? Ein Drache. Ich weiß gar nicht, ist das die Originalstimme? Ich glaube ja. Es war ein Feuerdrache aus dem Norden. Die Stadt bedeutete Smaug nichts. Denn Gold weckt in Drachen ein dunkles, wildes Verlangen. Smaug war gekommen. Gut, ich glaube, hier machen wir noch mal ein bisschen weiter. Wir werden einen Flegel, wie zum Beispiel den, der gehört, um goldene Lego-Haken zu verwenden. Drücke das Zeug, um den Lego-Haken zu ziehen. Also der braucht erstmal, so. Achso, jetzt kann ich das... Ich muss ganz da drücken. Was passiert jetzt? Geil. Jetzt kommen wir hier weiter. Oh, es gibt noch nicht ernsthaft die ganzen Dinger um. Ach Gott. So, finden wir eine Axt, wie die der halt hat, trägt, um riesige Lego-Platten zu zerstören. Drücke dafür die 1. Geil. Das nenne ich Power. Hier kann ich wieder alles kaputt machen, wa? Ja, ihr kriegt halt mehr Münzen wieder hier. Alter, hat der einen so geilen Morgenstern, ey. Der ist ja mega fett. Was kann der jetzt? Was muss jetzt hier? Du müsst bei Charakter wie zum Beispiel D&D, um Kumpels anzugreifen. Als Kumpels anzugreifen. Drück Taste 3, um dich mit deinen Kumpels zusammenzutun. Und drücke dann 1, um große Lego-Platten zu zerstören. Ja. Okay. Warte mal, ich guck mal. Einmal ganz kurz mal rauf. Ja. Ja. Ja, ich hau ihn doch, wenn ich 3 drücke. Guck da, jetzt habe ich den zerstört. Das ist doch nicht Sinn der Sache. So, jetzt. Jetzt machen wir es kaputt hier. Jetzt immer so eine Sache, mal gedrückt halten und einmal antippen. Das ist echt. Naja. Los, es steht mir auf dem Kopf. Hammer geil. Alter, ist doch ein Scherz. Da kam ein Baum reingeflogen, wie geil. Mehr Fragezeichen da unten. Ja, kann er mir jetzt mal vom... Lo, Alter, kann er mir jetzt mal vom Kopf gehen? Lo, habe ich den Typen gerade geschrieben. So. Da brauchen wir wieder den Kollegen. Warte mal. Den Kollegen, oder? Nee. Doch, brauchen wir doch. Taste 3 drücken. Er muss immer gucken. Ich kann die Charakter manchmal schwer unterscheiden, aber es funktioniert ja. So, jetzt gehen wir hier runter. Ach ne, kann ich da oben noch irgendwas machen?
sieht aus. Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Kann man hier noch was machen? Na komm, dann gehen wir mal unten. Hier war immer noch ein Fragezeichen. Da müssen wir weiter. Zumindest zwei Charaktere. Ja, ja, gut. Drücktaste 3. Ja, gut. Und jetzt hier, hier Taste 1 wieder, wa? Taste 3. Dann drücke ich Taste 1, aber es passiert wieder nichts. Also, meine Güte, die Steuerung ist ein bisschen. Naja. Muss ich das den anderen nehmen? Alter, ich drück doch Taste 3. Wieso haut er die denn immer? So. Ja, aber wieso. Achso, muss ich rauf? Ah, so. Ja, gut. Gut, ist meine eigene Dämlichkeit, aber. Kann man drauf kommen. Nein, er kommt rein. Scheiße, wir müssen noch runter. Es geht ja vom Kopf runter, Mann. Geht doch. So. Dann warten wir mal auf den großen Drachen. Kommt da bestimmt rein. Ja, jetzt geht's los. Ja, da kann man die einzelnen Menschen, da kann man natürlich nichts gegen sowas machen. Das Feuer ist ja geil animiert, Alter. Geil. Was hat er jetzt vor? Naja, verpisst sich natürlich als König. Der Tod war gnadenlos an jenem Tag. Hat er den Arkenstein natürlich mitgenommen. So, wir lassen uns natürlich Zeit für ein bisschen einsammeln. Man weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wozu wir die noch mehr brauchen. Taste 3, sagt er mir. Ach, hier war's, aufbauen. So. Taste 4. Wir müssen wechseln. Taste 3. Ziehen wir das mal da runter. Und jetzt müssen wir wieder aufbauen. Und jetzt brauchen wir wieder den Typen mit dem Hammer, oder? Ich muss doch wieder mit dem Hammer Dinger schlagen, oder nicht? Nach vorne schieben. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Der kann das auch nicht, oder? Nee. Ach, da hinten ist einer. Nee, hä? Wie kann ich denn den Typen da hinten nehmen? Ah, ich kann jetzt. Oh, geil! Kann ich jetzt den Hammer nehmen? So, jetzt gibt's aber hier. Auf die Fräse, so. Boah, mega fett. So, jetzt geht's weiter. Guckt euch das, Leute, guckt euch das Gold an, ey. Geil. So, wir nehmen mal gemütlich das Zeug hier mit. Oh, da ist wieder Rohstoffe drin. Sehr schön. Taste 4, das bedeutet mal Charakter wechseln. Taste 3. So. Machen wir kurz den Klumpen Gold oben runter. Oh Gott, Alter, wir sind voll aus der Fresse gefallen fast. Das Rohstoffe. So. Alter, ist so geil, der Typ im Morgenstern, der Schock, ey. So. Er sagt mir auf jeden Fall hier Taste. Ah, aufbauen. Das finde ich gut, jedenfalls ein bisschen Tutorial hier, dass man hier noch gesagt kriegt, was man machen muss. Ah, coole Findung. So, weiter geht's. Taste 1. Egal. Denn? Der kommt da so rüber. Und der soll auch noch rüber. Wie machen wir das? Taste 1. Warum soll ich jetzt Taste 4 drücken? Taste 2. Warum dachte mir jetzt... Achso, der hängt hinten daran. Taste 2. Achso, nein, scheiße. Taste 2. Er springt da ran. Taste 2 springt da rüber. Ja, was mit dem anderen? Jetzt bleibt der andere da drüben. Oh, das war ärgerlich für ihn.
Hauptsache, wir können weitergehen hier. Taste 4. Dreimal ranhängen hier. Nein, der Ackelstein! Na, jetzt verpissen sie sich erstmal. Oh, jetzt muss ich weglaufen. Nein, das ist aber lila Steinchen gewesen. Oh Mann. Alter, das ist geil gemacht. Nein! Münze für mich! Alter, mega geil. Alter, warum ist das denn so empfindlich? Oh, Junge! Alter, leck im Arsch, ey. Kann ja springen? Ne, leider nicht. Ah ja, ein bisschen ausweichen muss man hier, ne? Ah, ich hab das Ding eingesammelt. Nice. Oh, oh. Aber wir sind durch. Wir sind draußen. Ist geschafft. Ja, jetzt kommen die Elben. Natürlich zum Schluss. Ja, mal gucken. Ja, ich habe ja den Film geguckt. Ich müsste eigentlich wissen, was jetzt passiert. Thranduil wollte das Leben der Seine nicht dem Zorn des Drachen aussetzen. Ja. Von den Elben kam an jenem Tag keine Hilfe. Und an keinem anderen Tag seitdem. Der junge Zwergenprinz wird nie vergeben und nie vergessen. Ja, da haben wir das erste Level geschafft. Ja, war ganz cool, ne? Thorin haben wir erstmal freigeschaltet, den Zwergenkönig, auch bekannt aus Lord Hobbit 1 und 2. Oh, jetzt haben wir ausgesprochen, Thrain oder so. Balin. Oh, jetzt wäre es Thor oder Thor? Ich weiß es gar nicht. Muss ja so. Den Zwergenwache. Alter, wie Charaktere sehe ich jetzt gerade? Alter, sind so viele Leute, ey. Wen habe ich da unten freigeschaltet? Na? Null. Das sieht man natürlich nicht. So, jetzt kriegen wir hier ein bisschen Bonus und ganze Münzen werden hier gezählt. So. Ja, was war das? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich weiß nicht mehr, was diese 64%, also das müsste irgendwie 64% des Levels geschafft, keine Ahnung. Minikits heißen die. Ja, da bauen sich immer so eine Teile zusammen, ne? So eine, bei Star Wars war es irgendwie hier, Raumschiffe oder sowas. Feines hier. Was machen wir denn hier? Jetzt bauen sich da so Punkte auf. Ist das alles Level oder? Level abgeschlossen 1. Ja, das ist klar. Geschichte vorsetzen. Ja, Leute, machen wir hier erstmal einen Cut. Ich würde sagen, das reicht für einen kleinen Einblick in das Spiel. Ja, finde ich sehr gut, das Spiel, muss ich sagen. Also, das ist meine persönliche Meinung. Sehr motiviert, macht Spaß. Ja, also richtige Kämpfer wie ich es euch leider nicht zeigen können, wenn man mal gegen irgendwelche Spinnen oder so kommt, bestimmt Spiel auch, wenn man auch gegen Spinnen oder so halt kämpfen muss. Wir sind die meiste Zeit einfach nur irgendwelche Konstrukte oder irgendwelche Bauwerke zerstört und mal kurz vom Drachen weggelaufen. Also, ich glaube, das Spiel wird noch einiges zu bieten haben, glaube ich. Die Level 4 weiß ich jetzt nicht, wie groß sie ist. Ich weiß nicht, wie lange die Spielzeit ist, keine Ahnung. Ich werde, glaube ich, jetzt auch ein bisschen weiter spielen. Aber für die Aufnahme würde ich sagen, reicht das jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt so 20, 30 Minuten für einen kleinen Einblick, ja. Also, Kaufempfehlung gebe ich ab. Macht Spaß für 30 Euro. Ja, wer Lego-Fan ist und früher sich an den Kindheit ein bisschen erinnern will, für den ist das natürlich was. Und ja, würde ich sagen, haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.